Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofree. Heute mit dem Subaru Forester. Da ist er also, der Subaru Forester, und wir haben extra eine Location gewählt, die diesem Fahrzeug entspricht. Sprich, wir stehen hier mitten im Wald und genießen den Regen heute hier ein bisschen. Dieses Fahrzeug haben wir tatsächlich vor 2 Jahren schon einmal getestet in der entsprechenden älteren Version. Link dazu unten in der Infobox. Interessant ist, dass sich optisch hier und da ein bisschen was getan hat. Darauf gehen wir selbstverständlich gleich ein. Aber ich möchte direkt ein großes Plus bei diesem Fahrzeug rausstellen. Denn preistechnisch hat sich nicht viel getan. Und das in der heutigen Zeit, wo viele andere Hersteller doch gerne mal 1, 2, 3, 4 Nümmerchen oben drauf schlagen, ist Subaru sich treu geblieben. Finde ich sehr gut. Da gibt es direkt einen Daumen oben am Beginn des Videos von mir. Wir starten jetzt mit der Front, die hier sehr schön prächtig thront. Subaru typisch ausdrucksstark mit vielen Ecken und Kanten. Der Grill hat 1, 2 Hochglanzdetails, außer natürlich dem Logo, was in der Mitte thront, aber auch Hochglanzschwarz, und das fasst ihn dann wirklich einmal komplett ein. Unten an der Lippe wird dann beides wieder aufgegriffen, wobei man sagen muss, das Schwarz hat hier so ein ganz interessantes Muster, inklusive Haptik tatsächlich, wenn man mit den Fingern drüber geht. Es hat so eine ganz interessante Struktur. Links und rechts dasselbe Spiel, Chrom in Kombination mit diesem Schwarzton. Hier haben wir jetzt diese C-Lichtsignatur, die wir übrigens nicht nur hier vorne sehen, sondern auch gleich hinten. Serienmäßig tatsächlich voll LED Scheinwerfer inklusive dynamischen Kurvenlicht, und es gibt keine Version, die man upgraden kann. Ihr bekommt das schon so mit dazu. Generell muss man sagen, die Basisvariante ist schon wirklich gut ausgestattet. Im Übrigen kommt der Forester jetzt mit 3 zusätzlich neuen Farben daher, darunter auch ein Bronzeton, der mein Herz natürlich wieder höher schlagen lässt. Schaut sie euch mal an, hier jetzt dieses sehr schöne Kirschrot, wie ich es jetzt einfach mal ganz laienhaft bezeichnen würde. Es ist nicht der offizielle Name. Bisschen Schimmerpigmente, sogar so ein bisschen pinkischer Unterton, so ein bisschen Magenta mit drin. Eigentlich echt schick. Dann werfen wir einen Blick auf die Felgen. Serienmäßig 17 Zoll, mit der höchsten Ausstattungsvariante kommt er dann mit 18 Zoll Felgen daher. An dieser Stelle sehen wir dann übrigens, dass die Radkästen auch mit dieser interessanten Haptik wieder bestückt wurden. Inklusive Seitenschweller. Da wird das Silber nochmal aufgegriffen, aber nicht nur da, sondern an den Statement-Außenspiegeln, wie ich sie liebevoll nenne. Hochglanz, Chrom und Schwarz seht ihr dann an der Fensterlinie. Getönt, wieder super praktisch. Ihr kennt es ja, das Spiel. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick aufs Heck. Und auch am Heck, wie schon angekündigt, die neue C-Lichtgrafik inklusive LED im Übrigen. Wir haben also auch LED-Rückleuchten und nicht nur LED-Scheinwerfer. Ist das nicht schön? Hinten dann deutlich mehr Hochglanzschwarz und richtigen Statement-Bereich hier. Sieht dann auch nochmal brachialer aus, mehr SUV-Charakter, da ja nochmal so die verschiedenen Ecken und Kanten mit reingebaut wurden. Die bekannten Materialien finden sich wieder. Und was ich schön finde, ich freue mich immer, wenn dieser Bereich hier nochmal ein wenig Kunststoff mit sich bringt. Es ist einfach die praktischere Variante. Und dann noch den Forester-Schriftzug mit einzulassen, ist echt clever von Subaru. Bevor wir da runter schauen, möchte ich einmal ganz kurz auf die Rückfahrkamera hinweisen, die sich dort versteckt. Die hat hier noch so eine kleine Öffnung. Vielleicht könnt ihr es erkennen, vielleicht auch nicht. Und da befindet sich eine kleine Düse. Sprich, wir haben hier nicht nur einfach so eine Rückfahrkamera, sondern eine selbstreinigende Kamera. Das finde ich clever. Wie oft kommt es vor, dass dann doch irgendwie was davor ist, und sei es nur der Blütenstab oder der Saharasand. Hinter all dem verbirgt sich selbstverständlich auch ein Kofferraum. Wir haben jetzt hier dank unserer Top-Ausstattungsvariante auch die elektrische Heckklappe. Das Kofferraumvolumen, was ihr dann hier jetzt seht, sind 509 Liter. Man kann selbstverständlich auch alles umklappen und hat dann sehr viel Platz, nämlich 1751 Liter. Und wer dann doch noch irgendwie ein bisschen mit sich nehmen möchte und sagt, oh, das Dach, das reicht mir dann auch noch nicht aus, anhängen kann man selbstverständlich beim Forester auch mit entsprechender Abnahme und 8% Steigung über 2 Tonnen. Diese Verzurrungsmöglichkeiten hier unten, die kennt vielleicht jeder, der sich schon mal mit dem Forester auseinandergesetzt hat. Auch die hier sind nicht unbekannt. Die hier oben, die sind allerdings neu, haben direkt eine kleine Einschränkung, nämlich, ihr seht es vielleicht schon, dass nur maximal 3 Kilogramm jeweils dran dürfen. Und auch den kleinen hier oben möchte ich mal nicht unerwähnt lassen. Ich bin ja ein Fan von cleveren Verstauungsmöglichkeiten. Theoretisch, wenn ich jetzt hier mal kurz meine Jacke ausziehen möchte und so einen Haken oder so brauche, haben wir das auch. Außerdem sehr praktisch, 12-Volt-Anschluss und mein absolutes Highlight, ich lieb's, weil man die Rücksitzbank elektrisch fallen lassen kann.
Modelljahr 2022 zu 2020 hat sich vom Motor her so gesehen an der Hardware nichts geändert, vielleicht an der Software, dazu mehr im Fahreindruck. Das heißt, wir haben hier weiterhin den 2-Liter Vierzylinder Boxermotor ohne Aufladung, 150 PS, 194 Newtonmeter Drehmoment, gekoppelt an ein CVT. Und in diesem Lineartronic-Gehäuse steckt auch ein E-Motor von 12,3 kW mit 66 Newtonmeter. Kommt sozusagen als Mildhybrid daher, kann aber weitaus mehr als der durchschnittliche Mildhybrid, teilweise sogar Vollhybrid-Funktionen. Und, wie es bei Subaru natürlich dazu gehört, haben wir auch Symmetrical AWD mit drin. Das heißt, auf einer Linie steckt dann auch tief verbaut der Allradantrieb, der ihn ja nicht nur optisch so erscheinen lässt, sondern auch wirklich Offroad-Fähigkeiten bietet. So, und jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Innenraum. Und draußen habe ich ja noch so angepriesen, dass in der Basisversion eigentlich schon sehr viel dabei ist. Das gilt tatsächlich auch für den Innenraum. Wir haben jetzt aber nicht nur die Platinum-Variante, sprich Top of the Pops, was die Ausstattungsvarianten angeht, sondern wir haben zusätzlich auch noch das Exclusive-Paket oder Exklusivpaket. Dementsprechend alles andere als Serie hier drin. Womit zeigt sich das Paket in Form des Leders, das ihr hier sehen könnt? Ja, bei dieser hohen Ausstattungsvariante ist auch schon braunes bzw. schwarzes Leder dabei. Hier dann jetzt allerdings in Kombination anders verarbeitet, Ziernähte und auch noch perforiert. Das Ganze zieht sich bis nach oben und tatsächlich einmal komplett durchs Fahrzeug. Also nicht nur an den Türen seht ihr es, sondern auch hier vorne unten am Dashboard wurde diese Zierleiste nochmal extra mit Leder bezogen. Hier an den Seitenwangen natürlich die Armablage. Die Türen haben dann auch nochmal extra die Ziernähte, die so ein eigenes kleines Muster ergeben. Hinten ganz genauso. Also ihr seht schon, Exklusiv ist wirklich ein gut gewählter Name, was diese Variante des Leders angeht. Kosten dafür etwas mehr als 2.800 Euro. Ich muss aber sagen, für alle, die auf eine gute Lederausstattung bzw. auch Verarbeitung und Wahl des Materials stehen, die sollten sich definitiv dieses Paket mal genauer anschauen. Ansonsten der Innenraum aufgrund der Größe allein schon sehr angenehm. Zusätzlich haben wir noch ein hell abgesetztes Dach und als ob das nicht genug wäre, haben wir hier auch noch das Glasdach, das ist wirklich echt. Ihr seht schon direkt, gerade bei Regenwetter wie jetzt, kommt da richtig schön Licht nochmal mit rein. Sprich, wir haben jetzt genug Beleuchtung, um uns unsere Kommandozentrale bzw. hier diesen vorderen Bereich mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Da habe ich nämlich direkt drei Bildschirme, die ich euch zeigen kann. Beginnend beim Fahrer haben wir 4,2 Zoll ein kleines Anzeigendisplay, links und rechts dann aber noch die zwei analogen Anzeigen, die wir primär brauchen. Hier oben haben wir dann das nächste Display, das misst 6,3 Zoll, primär hat so ein paar Fahrerinformationen. Und dann hier in der Mitte unsere Kommandozentrale, was das Infotainment angeht, das misst 8 Zoll. Und an dieser Stelle dann erwähnt, es misst immer 8 Zoll. Die Technik dahinter ist allerdings etwas anders. Sprich, serienmäßig haben wir zum Beispiel Apple CarPlay Android Auto. Aber ich glaube, erst mit der dritten Ausstattungsvariante, wenn ich mich irre, kommt dann eine Navigation dementsprechend hinzu. Top of the Pops, sprich, wir haben ja gerade alles drin in der höchsten Ausstattungsvariante. Hochglanzschwarz sind die Materialien, die wir hier noch sehen, in Kombination mit Silber. Und ich würde sagen, das ist ein schöner Moment, um uns mal die Ablageflächen genauer anzusehen. Wir beginnen einfach mal in diesem Bereich. USB seht ihr schon, 12 Volt befindet sich dann rechts. Und hier dann sozusagen die erste kleine Ablageflechte, leicht gummiert und dadurch guter Grip. Die Cupholder sind dann hier, die zusätzlich auch noch das Getränk ein bisschen festhalten können. Da seht ihr so eine ganz kleine Ablagefläche, die würde ja ich jetzt für einen Lippenstift benutzen. Persönlicher Kommentar am Rande. Unter der Armlehne haben wir dann auch nochmal ein großes Fach mit diesem kleinen Halter dort unten drin, dem kleinen Organizer. Auch das können wir rausnehmen, wenn wir möchten. Wir haben außerdem das klassische Handschuhfach hier. Auch gut Platz seht ihr da drin. Und in den Türen haben wir dann einen Bereich der Ablagefläche, der relativ schmal gestaltet ist. Vorne passt dann aber wirklich auch eine große über 1 Liter Flasche rein. So sehr ich Optionen, Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten im Allgemeinen ja mag, so schön ist es auch mal wirklich so eine ganz cleane, aufgeräumte Ausstattungsvariantenliste zu sehen. Denn beim Forester ist es so, ihr könnt euch eine von 4 Varianten aussuchen. Und das war es auch schon. Sprich, das, was ihr haben möchtet, ist in der entsprechenden Ausstattungsvariante drin oder eben nicht. Die Serienausstattung ist wirklich schon sehr gut. Sie nennt sich Trend und ihr habt ja schon gemerkt, es ist einiges mit dabei. Sprich, Apple CarPlay, Android Auto mit dem 8 Zoll Display zum Beispiel. Nächste Ausstattungsvariante nennt sich dann
Active und da wird es dann wirklich nochmal mehr, was die Assistenzsysteme angeht. Die Palette da ist nochmal wesentlich ausgebreiteter. Komfort wäre dann die nächste Ausstattungsvariante. Die bezieht sich allerdings im Prinzip lediglich auf das Navigationssystem, wo dann aber auch die Update-Funktion schon mit dabei ist. Und das höchste aller Gefühle nennt sich Platinum. Ihr habt es ja schon gehört. Da haben wir dann alles hier erwähnt, schon mit bei, inklusive dem schönen Panorama-Glasschiebedach. Dann kommen wir einmal zum Fond. Wichtig, Tür geht super weit auf, Einladen von Kind und Kegel, super einfach gemacht. Dann Einstieg auch sehr bequem. Hinter meiner Fahrerposition von 1,80 Meter habe ich wirklich super viel Platz, mehr als die ganze Hand. Und nach oben hin sind hier verschiedene Ein- und Ausbuchtungen, dadurch ist es ein bisschen knapper. Knapp 2,5 Finger Platz. Von den Materialien ähnlich, aber nicht komplett gleich wie vorne. Das heißt, hier, das ist vorne noch weich. Hier hinten ist es dann hart. Aber wir haben auch hier durch Leder exklusiv komplett die gleiche Belederung wie vorne. Von den Ablagen 0,75 kriegt man noch rein. Wer das noch kennt, 0,5 auf jeden Fall kein Problem. Und wenn ich einmal rüber rucke, auch kein Problem. Sitzfläche ist nämlich sehr bequem, Rückenteil etwas härter, aber es geht. Und da wir hier so irgendwo am oberen Ende der Kompaktklasse sind und vielleicht am unteren Ende der Mittelklasse, kann man da auch mittelkurze Strecken zu dritt problemlos abliefern. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Hochglanz mit zwei Becherhaltern und hier in der Mitte zweimal Sitzheizung, wie schon angesprochen, und zweimal USB-A zum Aufladen. Neben der klar erkennbaren neuen Optik vorne und hinten gibt es auch oder gab es auch hier innen ein paar Veränderungen, was vor allem die Qualität und die Dekore betrifft. Für uns natürlich jetzt schwer zu sagen, da wir die Top-Ausführung mit eben entsprechend auch dem Top-Leder noch dazu haben. Und ich muss schon sagen, fühlt sich alles schon gut an. Und vom Preis her auch angemessen, vielleicht sogar ein bisschen besser als andere Fahrzeuge in diesem Preissegment zu diesem ähnlichen Preis. Aber es gibt natürlich auch, ganz ehrlich, in diesem Preissegment Fahrzeuge, die das wiederum besser machen. Dafür haben wir hier eben andere Sachen wie Allrad, wie relativ viel Assistenz schon zum Basispreis mit drin. Assistenz ist auch ein guter Punkt. Die EyeSight-Kamera ist jetzt komplett geschlossen und weiter oben an der Scheibe, hat dadurch auch neue Funktionen, die werden wir uns gleich noch anschauen. Und wir haben auch etwas Neues mit der Personenerkennungskamera hier, nämlich Gestensteuerung für die Klima. Die kann ich natürlich auch durchführen, aber könnte auch der Beifahrer durchführen. Gibt nämlich zwei Gesten, um dann, sagen wir mal, kälter und mach ruhig durch. Ich erzähle einfach nur weiter, kälter und wärmer zu machen. 24 Grad ist aber ganz schön warm. Kannst du bitte kälter machen wieder? Und das funktioniert von beiden Seiten. Man kann natürlich aber auch ganz klassisch hier unten ganz normal verstellen. Und weiter haben wir in unserem Driver Monitor System Bildschirmchen auch natürlich die Anzeigen, die für die Offroad-Fahrgeschichten interessant sind. Jetzt gerade übrigens rollern oder fahren wir rein elektrisch. Das heißt, man muss diesen Mildhybrid eigentlich fahren wie ein Vollhybrid. Soll heißen, erstmal Vollgas oder fast Vollgas auf die Geschwindigkeit, die ich haben möchte. Klingt dann natürlich etwas brachial, aber dann fällt er relativ schnell ab. Und wenn ich jetzt so leicht aufs Gas gehe, müsste vielleicht sogar bergauf funktionieren. Okay, leider nicht. Aber dann hält er einfach die Geschwindigkeit über das Mildhybrid-System. Und das funktioniert besonders in der Stadt ziemlich gut. Dementsprechend ist auch der Verbrauch, zum Beispiel jetzt geht er wieder aus, wenn wir unter 50 km/h sind. Dementsprechend ist auch der Verbrauch 678. Das ist das, was man sich merken muss. Und das ist das, was ich angangs sagen wollte. Der Verbrauch auf der Autobahn ist ein bisschen besser geworden mit um die 8 Liter. Und ich glaube, das war 2020 so ein Knackpunkt von dem Fahrzeug, wo ich gesagt habe, für die Autobahn falscher Motor. Und im Stadtbereich irgendwo so um die 6 Liter, Überlandbereich knapp unter 7 Liter, um die 7 Liter. Und das läuft auch darauf hinaus, wenn man zum Beispiel in der Stadt ist, wo es wirklich nicht wirklich gut vorwärts geht, wo man aber trotzdem vorausschauend fährt, kann man von diesem Mildhybrid-System profitieren, wenn man ihn annähernd wie ein Vollhybrid fährt. Und dann ist man auch relativ viel elektrisch unterwegs und der Verbrenner schaltet sich nicht allzu viel zu. Verbrenner zuschalten ist auch ein guter Punkt. Wenn wir jetzt vom elektrischen Betrieb zum Verbrenner übergehen, haben wir, je nachdem wie wir das Fahrpedal benutzen, einen leichten Rucker drin. Andersrum merkt man gar nichts davon. Das heißt, wenn der Verbrenner ausgeht und der Elektromotor sozusagen übernimmt,
Es ist einfach nur so, dass es plötzlich schlagartig ruhiger wird und vor allem die Drehzahl natürlich auf Null fällt. Man kann vieles ein- und ausschalten hier, teilweise sogar im Dachhimmel hier versteckt, teilweise auch hier unten versteckt, teilweise hier am Lenkrad versteckt. Also die Assistenz ist ungefähr so verteilt. Und das Driver Monitor System kann man auch ausschalten, wenn man es nicht ausschaltet. Und jetzt zum Beispiel, ich mache es mal absichtlich, spiele jetzt hier irgendwo auf dem Handy, tralalala, sagt er direkt, bitte nach vorne schauen, weil dieser kleine Scanner hier dann sieht, dass meine Augen nicht mehr da sind, sondern irgendwo hier anders. Kann man abschalten, muss man nicht, hat aber dann auch den Vorteil, dass er einen beim Einsteigen sozusagen als gespeicherten Fahrer erkennt, wenn man es dann hier speichert. Muss man nicht, kann man, wie gesagt. Dann ist der Subaru Forester mit dem 150 PS Benziner eher ein gemütliches Fahrzeug. Man kann natürlich auch ein bisschen flotter unterwegs sein. Allerdings auch der Antritt ist jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt nicht im S, sondern im E-Drive. Genau das kann man hier am Lenkrad steuern, dass wir, nennen wir es mal, im sportlichen Antrieb sind. Und dann ist die Gasannahme deutlich direkter, aber auch weil die Grunddrehzahl schon etwas höher ist als im E-Drive. Das heißt, er spricht da deutlich direkter an und nicht so verzögert, wie es beispielsweise im, hier sagt er SE-Drive, also im E-Drive, ist das im Intelligenten, dass er eher so ein bisschen ruhiger von sich aus ist und vor allem dann auch komfortabler. Dann haben wir ein ziemlich großes Auto, was natürlich auch Aufbaubewegungen hat. Abrollgeräusche sind dagegen, vor allem auf Landstraßentempo, echt kein Thema. Und dann kommen wir zum Abschluss noch zur Assistenz, die durch EyeSight serienmäßig in großen Teilen verfügbar ist. Das heißt unter anderem auch der adaptive Tempomat ist direkt vom Start weg mit dabei. Schalte ich jetzt einfach mal so an. 70 ist hier, nicht 80. Und dann haben wir hier oben einen Spurhalteassistent. Der lässt sich mit langem Druck auch ausschalten, bleibt auch aus. Und das müsste jetzt so einfach nur eine akustische Warnung sein, sagen wir mal so. Dann ist aber dieser hier, der Lenkassistent, der ist bei jeder Zündung aktiv. Jetzt erkennt er auch hier alles vor uns, nach uns und so weiter und so fort. Und ihr seht schon, er lenkt die ganze Zeit so ein bisschen. Und wir werden natürlich jetzt mal interessant sehen, wie er durch die Kurve kommt. So, ein bisschen eingeschränkt natürlich jetzt durch den Regen, weil die Kamera da auch erstmal gereinigt werden muss. Aber wow, super sanft lenkt er da durch und bleibt wunderschön mittig. Und dann kommen wir noch abschließend zum Fazit des Subaru Forester. Er lässt sich eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Zuverlässige, robuste Qualität, insbesondere beim Motor, auch wenn der eine oder andere jetzt sagen wird, ist vielleicht ein bisschen wenig für das Auto. Es reicht eigentlich im Alltag aus. Nur wenn man regelmäßig viel zulädt, dann wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Aber was man dem Wagen wirklich lassen muss, dass er über so viele Jahre so preisstabil, insbesondere beim Neupreis geblieben ist. Und das schaffen, glaube ich, heutzutage echt die wenigsten. Das war's auch schon mit diesem Video und dementsprechend auch mit dem neuen Subaru Forester. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gefällt euch dieses Fahrzeug? Vor allen Dingen im Hinblick auf die Veränderungen, die hier gemacht wurden. Schreibt eure Gedanken gerne mal unten in die Kommentare. Wir mischen dann wie immer mit. Und falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen. Wir können uns auch sehr gerne auf Instagram folgen und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, passt bitte gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Das sei übrigens erwähnt, es gibt drei neue Farben, darunter auch einen Bronzeton, der mein. Aber ich kann einfach nicht reden heute, habe ich festgestellt. Zusätzlich noch daher, darunter auch ein Bronzeton, der mein Herz natürlich höher schlagen lässt. Das greift dich an. Hit it, ah.